Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Blasphemous. Ich hab's versprochen, ich befinde mich jetzt hier unten. Unten beim Aufstieg der Klage. Klingt auch ein bisschen komisch, wenn ich das so rum sage. Aber ja, wir befinden uns hier unten. Warum? Warum tue ich euch das an, dass wir uns hier unten befinden? Ist relativ simpel. Hier gibt es Goodies. Und Goodies sind immer eine gute Sache. So, hier müssen wir eigentlich... War das eigentlich hier lang oder oben lang? Das ist das, was mich gerade wirklich stört. Aber das ist das, warum ich sage, wir können mit dem Nebel nicht so richtig umgehen. Nein, wenn ich so rumstehe, funktioniert halt nicht. Ich suche einen bestimmten Ort, um eine bestimmte Sache uns zu holen, damit dieser Nebel erstmal gar kein Problem mehr für uns darstellt. Dafür muss ich allerdings erstmal diesen Ort finden. Und ja, das stellt sich gerade für mich... Naja, ich will jetzt nicht sagen, als ein Problem da, weil so schlimm ist es nicht, aber ich bin so ein bisschen blöde, was das für ihn angeht. Allerdings, jetzt wo wir diesen Sand haben, ihr erinnert euch vielleicht, diesen Sand, also anderer Knopf, hab's gleich, dieser Sand, oder das Blut, ich meine, es ist im Blut, im Sand konserviertes Blut, aber ihr wisst, was ich meine. Nachdem wir das Ding jetzt haben, sollte das sein lassen. Nachdem wir das jetzt haben, können wir relativ simpel und stressfrei... Ich stehe zu hoch. Warum auch immer. Meine Fresse. Man kann sich auch doof anstellen. Das größte Problem, was ich eigentlich mit diesen Wänden halt habe, ist, wenn wir Giftgas haben, dann kann ich mich nicht festhalten. Ich wollte schon sagen, willst du jetzt einmal springen? Also was ich damit sagen will, ist, sobald Giftgas uns trifft, lässt unser Charakter los. Dasselbe Problem habe ich schon mal erwähnt, wenn wir hochklettern wollen, anwenden tatsächlich in dem Fall. Und unser Charakter kriegt einen Treffer ab, egal wovon, wir kriegen Schaden, so gesehen. Darum geht es eigentlich, wenn wir Schaden kriegen, dann fällt unser Charakter drunter. Will der Geist nochmal? Nein, will er nicht. So, hier haben wir jetzt allerdings... Ups. Ich sollte vielleicht anfangen, die richtigen Knöpfe zu drücken, aber es ist schon wieder... Ich bin mir ziemlich sicher, dass Zero mir mal gesagt hat, Plattformen unter deinen Füßen können nicht weggehen. Das ist Halbwissen aus einem Stream gewesen, aber ja, okay. Wir wissen also, Plattformen gehen irgendwann mal weg und ich sollte definitiv nicht wie ein Dummdöse da stehen bleiben. Das habe ich davon, wenn ich einmal eben schnell gucken will, was da ist, ne? Oder beziehungsweise einmal schnell zumindest da hingehen möchte. Dann kommt sowas dabei rum. Au. Au. Ich weiß nicht, warum die andere Wand so ein Problem damit gemacht hat, damit ich mich festhalte. Also ein Stückchen weiter oben. Ja. Also, was haben wir jetzt gerade gelernt? Plattformen können weggehen. Plattformen warten nicht auf mich. Plattformen sind eine wirklich schlechte Sache. Naja, ganz so schlimm ist es dann auch nicht. So, ich schneide mir zweimal die Pulsadern auf, um gleich eben schnell den Zauber vernünftig wirken zu können und dann weiterzugehen. Heieieiei. Dios mio, ey. Meh. Es würde eigentlich alles hier einfacher sein, wenn ich das Relikt mitgenommen hätte, was ich eigentlich haben wollte, aber ist egal. Also das Relikt, wofür ich hier eigentlich bin. So sollte ich es vielleicht eher sagen. So. Wir machen einmal dieses Britzel, kriegen ein Baby und wir finden hier geschmolzene Goldmünzen. Die brauchen wir für ein anderes Artefakt. Wieder der falsche Knopf. Ich lerne das nochmal irgendwann. Plus diesen zerrissenen Brautschleier brauchen wir auch. Und ein anderes Item, was wir noch nicht haben. Aber irgendwann kriegen wir auch dieses Item. Ich sag ja. Koi hat es auch schon gesagt, das Problem bei dem Spiel hier ist halt tatsächlich, es ist sehr plattformlastig. Wenn man Plattforming überhaupt nicht kann, dann wird man hier nicht unbedingt eine gute Zeit bei haben. Weil die Gegner
sind nicht das Hauptproblem in diesem Spiel. Ja, ich meine, gut, ich versuche gerade diesen wunderschönen, sagenumwobenen, ich heile mich mal bei Bossen gar nicht Run. Aber das ist ja mein Problem, meine eigene Challenge. Das Spiel selber sagt ja, heil dich so viel du willst, ist mir doch egal. Ne? Aber ich sage, nö. Wir heilen uns einfach mal gar nicht. Und wenn das schief geht, dann läuft das halt schief. Oh, ich wollte meinen Zauber anwenden mal. Stattdessen lasse ich mich hier von allem und jedem treffen. Naja. Gut, das war jetzt nur blöde getimed. Von den Gegnern, nicht von mir. Also von den Gegnern auch, aber... Sind das zwei Geister gewesen? Das ist das, was ich hier gerade erlebe. Dass mich zwei Geister angegriffen haben und ich deswegen... eine Tote da hatte und eine lebendige. Mein großes, wirklich großes Problem ist, weil ich weiß immer noch nicht, ob es jetzt hier nach rechts war oder eine weiter. Weil wir werden das herausfinden, aber... Ja, ganz eiskalt, einfach so machen und gut ist. Ich glaube, es war tatsächlich hier, aber... Wir werden sehen. War ich hier schon? Ja, also die Antwort ist ja, hier war ich schon. Aber es ist ein Ja mit einem großen Aber. Aber ich habe die Kämpfe hier nicht gemacht. Deswegen stecken wir jetzt halt hier fest. Eigentlich hatte ich ja tatsächlich... Ist jetzt aber gestorben? Ich glaube ja. Eigentlich hatte ich ja gehofft, wir hätten den Raum schon gemacht. Dann wären wir da relativ simpel jetzt durchgeflitzt, aber naja. Sollte man nicht unbedingt so machen wie ich, nicht einfach drauf losstürmen, weil dann hat man hier tatsächlich den Giftnebel am Arsch. Das ist nicht gut, aber das ist der richtige Raum. Dass das der richtige Raum ist, ist halt wiederum eine gute Sache. Ist halt nur so eine Timing-Sache jetzt, ne? Dieses Plattforming und so, wie gesagt. Man kann ja kurz drin sein, wie man sieht. Es geht halt nur tatsächlich darum, wenn wir länger in diesem Nebel bleiben würden als nötig, dann kriegen wir tatsächlich doch schnell rasend viel Schaden und das ist nicht ganz so cool. Hier allerdings finden wir jetzt das Relikt, um das es mir tatsächlich ging, die versilberte Lunge von Dolphos. Warum habe ich immer gesagt Zunge? Ich dachte Zunge. Ich habe nicht verstanden, warum es eine Zunge sein soll, aber ja. Im schimmernden Silber konserviert das Organ mit kunstvollen Verzierungen. Kardinal Dolphos schmolz seine Silberlöffel in einen Topf, um mit den silbernen Gebräu Neidern zu entgehen. Schützenträgern vor giftigem Miasmen. Geständnisse des Dolphos Teil 1. Was hat die Kleidung für einen Nutzen? Was nützt uns das Gold eines Ringes? Nur die Reinheit des Silbers hat die Gnade des Mirakels. Silber sollte nicht gesehen werden, man sollte es nicht am Körper tragen, sondern in seinem Innern. Lasst es das Fleisch schmücken und die Haut zieren. Der Punkt, warum ich das jetzt, wie gesagt, gemacht habe, ist halt, wie man so teilweise, während ich durch die Gegend hüpfe, sehen kann, dieser ganze Giftnebel tut uns jetzt einfach wirklich gar nichts mehr. Da finden wir noch ein Stirnbein. Der Handwerker Martinus Hafnia wurde zu Unrecht beschuldigt, brüchige Seile herzustellen. Zur Strafe hängte man ihn an einen seiner Produkte auf. So bewies er seine Unschuld. Yay, Unschuld. Sieht ein bisschen aus, als wäre die Wand hier kaputt machbar. Ist sie aber nicht. Okay. Ja, haben wir das gemacht. Ich werde wahrscheinlich in absehbarer Zeit einen kleinen Cut machen, um durch die Gegend zu hüpfen. Also in alte Gebiete zu hüpfen im Prinzip. Ihr müsst euch da keine Sorgen machen. Ihr werdet nichts verpassen, weil ich euch immer dazu hole. Wenn es dann doch irgendwas gibt. Und neue Gebiete machen wir ja sowieso alle in einem Rutsch, ne? Alle schön zusammen. Einer für alle in einen und so, ne? Einer für einen und einer für alle. So haben wir das doch richtig, ne? Ich weiß allerdings nicht, ob diese Plattformen weggehen würden, weil die sind von vornherein da, weil wir jetzt gerade erst hinkommen. Öder Pilger, jawohl, ja. Mehr Inbrunst. Fast so viel wie HP. Ist ja krass. Und tut nicht weh. Ich meine, tut tatsächlich nicht weh. Nicht, dass ich viele Zauber wirklich benutzen will, aber... 650 Seelen. Theoretisch, aber praktisch, aber theoretisch, ja, ist okay.
früher oder später bei meinen ganzen... Ich laufe mal durch die Gegend und untersuche jeden Ort nochmal Parts. Werde ich da wieder genügend sehen. Oder beziehungsweise... Jetzt rede ich schon in Dark Souls Terminologie. Tränen der Abbitte werde ich dann zu Genüge haben, denke ich, hoffe ich. Ist zumindest der Plan. Abgesehen davon... Ups. Einmal runter. Und weiter runter. Erinnert euch, wir waren gerade unten. Also hier unten. Aber ich habe gesagt, hier gibt es nicht das Relikt, was ich haben will. Also sind wir wieder gegangen. Eigentlich sollen wir für den Engel auch ein eigenes Relikt haben, aber... Und hier ist der Grund, warum wir drei Items brauchen. Wir können diese Goldmünzen abgeben. Aber ich glaube, ich habe den Text... Nein, ich habe den Text nicht vorgelesen. Egal. With this torn ribbon, I reject this bond with my betrothed. Und den Brautschleier auch. Ich habe mich jetzt gerade schon kalt gestellt, aber ne, das können wir damit machen. Wir brauchen halt noch ein drittes Opfer und dann haben wir halt dieses Haarbüschel da. Soweit ich weiß, stand bei den Goldmünzen jetzt nichts super Interessantes, aber es ärgert mich, dass ich den Text jetzt vergessen habe einzublenden. Naja. Punkt ist jedenfalls, wir müssen drei Opfergaben diesem Haarbüschel da bringen, um ein weiteres Relikt oder zumindest eine weitere Sidequest in Gang zu setzen tatsächlich. Es geht noch nicht mal direkt um ein Relikt, also nicht in Schritt 1 zumindest. Und ja. Dafür brauche ich allerdings noch ein anderes Item und das, ich sag ja, immer alles nacheinander, ne? Irgendwann ja, aber jetzt nicht. So. Das Schöne an diesen Parts hier für mich ist ja, also ich meine jetzt nicht unbedingt Blasphemous als solche, sondern dem bisschen Backtracking, bisschen nochmal durchgucken, ist, dass ich frei von der Leber erzählen kann, nicht so viel Lore habe, keine abartigen Bosskämpfe, die mich umbringen wollen, au. Ich wollte schon sagen, lass mich diesen dämlichen Geist nochmal treffen hier, kann ja nicht so schwer sein. Hier habe ich das erste Mal verstanden, dass ich nicht klettern kann, während Giftnebel ist, weil... Selbst wenn hier Giftnebel ist, müsste man ja eigentlich relativ zügig einmal schnell hier hoch und dann das Item wenigstens haben oder so. Das ging aber nicht. Das ging absolut nicht. Weil man sich eben nicht festhalten kann. Und soweit ich weiß, funktioniert der Sprung darüber nicht. Ich kann es ja nochmal ausprobieren, aber... Der Gedanke wäre ja, von hier zu springen. Aber an brüchigen Platten hält er sich nicht fest. Und... Ja. Ende vom Lied ist eben, man kommt da nicht hin. Wichtig ist das Item schon, immerhin ist es jetzt ein Rosenkranzstückchen, was ich wieder eintauschen gehen kann. Um mehr positive Effekte zu haben und dementsprechend eigentlich nur noch stärker zu werden. So, weil wir hier oben nie waren, ich zeig's mal kurz. Und diejenigen, die das Spiel kennen, sind erstmal ruhig. Diese Räume haben tatsächlich Bedeutung, aber naja, hier ist halt nochmal eine dieser Statuen, die mich frei von Sünde sprechen könnten. Wenn ich denn welche hätte. Ich bin so ein liebes Putzchen. Ich bin so lieb, dass ich kein Wässerchen trüben kann. Und deswegen sagt das Ding auch immer, nö, du bist frei von Schuld, kleiner Kommi. So, danke. Krieg ich jetzt meine Pizza? Du hast keine Pizza, oder? Nein, hast du nicht. Und ich habe auch keine Pizza, oder? Manchmal merkt man allerdings, dass das Design nicht unbedingt darauf ausgelegt ist, dass ich rückwärts laufe. Nicht, dass das richtig schlimm ist. Das ist jetzt nur gerade, das fällt bei sowas immer auf. Habe ich dich schon mal vorgelesen? Es ist tatsächlich das Stöhnen. Es kommt aus den Tiefen dieses Ortes, sich windenden Spiralen, wachsend mit seinem eigenen Echo, sich verzerrend in den Bronzereliefs, der Schrei dreier Kehlen, geboren aus einer einzigen Buße, eine einsame Klage. Ja, ich glaube, das habe ich mal vorgelesen. Aber hey, ich habe es nochmal richtig inbrünstig vorgelesen. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir hier direkt was machen können. Der Ort sieht nämlich ziemlich gut aus. Ich treffe euch also wieder hier in der mittleren Plattform. Da, wo diese Plattform hin und her fuhr. Um
ein Item einzusammeln und was ich dann offscreen machen werde, ist einmal hier zum Rosenkranz gehen, um mir den zu verbessern. Bis gleich. So, da bin ich. Mitte dieser, im Prinzip, Glocke, wissen wir ja auch. Und hier halten wir ein leeres Galle-Gefäß. Das hätte ich gerade gerne gehabt, aber okay. Haben wir auch das geklärt, was da oben ist. Schatz lohnt sich also. So, ich werde jetzt, wie gesagt, noch zum Rosenkranz gehen. Und dann ist der Plan fürs Erste. Das hatten wir gemacht. Ja. Nochmal in die entweihte Zisterne zu gehen, denn mit dem Antigift etc. sollte ich hier weitere Schritte einleiten können für das nächste Relikt, was wir brauchen für unsere Reise. Also, bis gleich. Und da sage ich gerade eben noch, vor weniger als einer Minute beim Aufnehmen tatsächlich, dass ich euch da wieder treffe, sehe ich, dass hier eine rote Plattform gewesen sein soll. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber wir erhalten eine getrocknete Gewürznelke. Okay, seltenes, stark duftendes Gewürz aus fernen Ländern. Die Handelskarawanen ziehen schon lange nicht mehr über diesen steinigen Weg, was dieses Objekt zur Kostbarkeit macht. Früher war es eine teure Arznei, die man für Umschläge oder Salben nutzte. Es war kein Gerücht mehr. Die Krankheit hatte Albero erreicht. Die Seuche und die Strafe des Mirakels, über die so häufig gesprochen wurde, kamen in Gestalt eines jungen Mannes, der völlig verängstigt in unser kleinem Kloster auftauchte. Er fragte sich, welche Sünde er begangen haben mag, um eine solche Strafe zu verdienen. Ja, das können wir halt wieder unserem netten Herrn in Albero abgeben gehen. Aber okay, jetzt aber. Und eine andere Sache. Ich meine, ist okay, ich wollte hier eh nochmal kurz reinschneiden, aber das hier ist der Teleportraum in Albero. Haben wir noch gar nicht benutzt, deswegen liegt hier noch ein Item. Ein Sträußchen aus Thymian. Aha. Ein Strauß aus duftenden Kräutern, welche man früher auf den Klippen der bronzenen Grenzen noch häufig fand. Heute sind sie jedoch selten und unermesslich kostbar, vor allem für jene, die um ihre Heilkraft wissen. Es dauerte nicht lange, bis immer mehr Menschen zu uns kamen, geschlagen von dieser schrecklichen und unbekannten Krankheit. Ganze Familien, die Alten, die Jungen und sogar die Neugeborenen. Wir Brüder waren mit der Aufgabe völlig überfordert. Unsere Fürsorge linderte das Leid nicht. Unsere Ölungen versagten ebenso wie unsere unablässigen Gebete. Wir sind verloren. Wir gehen unter in der Dunkelheit der Ungewissheit. Okay. Einmal hier das Ding aktivieren und schon sind wir halt wieder in oder am ersten Mea Culpa Schrein. Und damit aber auch dann halt tatsächlich hier im Sorgenhaus, Krankenhaus, wie auch immer. Und können ihm die Gewürznelken geben. Die Texte wiederholen sich jetzt, deswegen ist es relativ uninteressant. Ja, wir kriegen halt Geld dafür. Ich glaube, das war jetzt ein Tausender. Das Thymian geben wir ihm auch. Das waren dann schon 2000. Ich habe tatsächlich das allererste Mal, wo ich das gemacht habe, habe ich im Prinzip im Inventar wie so ein Wahnsinniger gesucht. Was habe ich jetzt gerade gekriegt? Wo ist das? Wo ist mein Item? Da stand Tränen der Abbitte. Wo sind meine Tränen der Abbitte? Ich hatte gerade Tränen der Abbitte gesehen. Wo sind meine Tränen der Abbitte? Gebetskranz-Item, kein Relikt, kein gar nichts, bis ich irgendwann mal wieder auf den Trichter kam. Ach so, ja. Das ist meine Währung. Das war dann so, Na, wenn man mal so einen richtig dummen Moment hat, so gesehen. Das war meiner. Oder einer von vielen in diesem Spiel hier. Aber das war zumindest einer von vielen. So. Jetzt möchte ich mich, wie gesagt, mit euch nochmal hier in der Kanalisation richtig umsehen. Ich meine, ja, es ist eine entweihte Zisterne. Ja, habe ich verstanden. Es ist eine Kanalisation. Erzählt mir nichts. Und mit den beiden neuen Relikten sollten wir jetzt halt an neue Orte kommen. Oder interessantere Orte, wie auch immer. Das könnt ihr jetzt sehen, wie ihr möchtet. Aber für mich heißt das halt immer neue Sachen angucken gehen, neue Items einsammeln. Ich finde das spannend. Ich habe meinen Spaß daran, an sowas tatsächlich. Ob man es jetzt tatsächlich glauben will oder nicht. Könnte ich jetzt aufhören, tatsächlich zu sagen. Ha, nervig. Nerviger LPA. Au. Mach das nochmal. Ja, also, mein Problem ist tatsächlich, das sieht fast immer überall aus, als könnte ich da durchgleiten. Einmal so einen schönen Fußtritt machen und da durch. Aber nein.
Leider, leider nicht. Ja, gut, dass ich vorher nicht hier lang gelaufen bin, ne? Komm ja gar nicht durch. Ist ja voll doof. Ich meine, wir brauchen auch das andere Relikt, was ich jetzt noch nicht habe. Allerdings, Fun Fact, dieses Relikt holen wir heute. Beziehungsweise, wir haben ja schon ein Relikt geholt. Wir holen aber noch eins. Also, wir holen ganze zwei Relikte. Wenn ich nicht sogar drei schaffen sollte. Aber, ich meine, dadurch, dass es eh schon nicht so viele Relikte gibt, ist drei vielleicht eine sehr hochgegriffene Zahl an Relikten in einem Video, aber... Naja, wir haben schon andere Dinge geschafft. Dann sollte das auch kein Problem sein, eigentlich. Und ob ihr es glaubt oder nicht, dieser Rutschmove ist mitunter unsere stärkste Technik gerade. Ach, geht doch weg. Geht doch bitte einfach alle weg. Ich weiß gar nicht, ob die Tränen der Abbitte geben. Habe ich nie ausprobiert. Ups. Da waren wir aber, oder? Nein, es ist nur auf der Karte markiert. Ich weiß nie warum, aber es ist halt so. Der Oberarmknochen von McMittens, der immer klingt, als wäre das so eine Katze. Der Heiler und Katzenliebhaber, ich meine, ne? McMittens redete zahllose Leben. Da er es nicht ertrug, jenen zu helfen, die keinen Respekt vor den Leben zeigten, brachte er sich schließlich um. Oh Mann. Der wird in unserer Welt keine 5 Minuten durchhalten, der wäre sofort tot. Hier haben wir dann eine Abkürzung, die ich beim letzten Mal nehmen wollte und nicht nehmen konnte, weil wir hier nicht lang gegangen waren. Es ist, also sowas ist immer ärgerlich. Kann passieren, auf jeden Fall, aber dann steht man da und denkt sich so, unpraktisch, ich wollte da eigentlich gerade lang. So, wenn ich jetzt aber eh schon hier bin, Glück im Unglück oder so ähnlich, da unten kommen wir immer noch nicht dran, aber hier haben wir halt einen Brunnen, füllen wir wieder auf und haben damit unsere, was ist das, 6. Flasche Galle. Blutige Galle. Das war doch Galle, oder? Ich meine, das ist ein Gallenglas, also wird es Galle sein. Auch wenn das unter Umständen kein schöner Gedanke ist, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich... Jetzt kommt dieses Trial-and-Error-Verfahren. Jetzt weiß ich nämlich gerade nicht, ob ich hier, ja, das ist natürlich eine schöne Kombination. Ich glaube, da oben konnte ich nicht lang, sonst wäre ich da lang gegangen. Hier unten müssten wir allerdings langkommen können. Es gibt nicht mehr viel, was ich holen wollte, wofür ich noch irgendwelche Relikte brauche. Aber das wäre dann so eine davon. Ja, und den größten Backtracking-Part werden wir halt haben, wenn ich alle Relikte habe. Dafür müssen wir allerdings dann tatsächlich nur ein bisschen spielen. Ich hoffe natürlich auf rege Zuschauerschaft, weil das ist mal wieder so ein Spiel. Es liegt mir zwar fern zu sagen, es liegt mir so sehr am Herzen, weil ich habe... Ah ja, stimmt, die macht einen enormen Schaden und sind doof. Ich erinnere mich. Ich vergesse das manchmal. Ich habe mich schon mal von denen umbringen lassen, weil ich wirklich vergessen habe, oh ja, die machen enormen Schaden, da war was. Hier sind wir nicht lang gegangen, weil, wie ihr sehen könnt, Giftgas, 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 plus ich komme hier nicht hoch. Na toll. Das ist irgendwie merkwürdig, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass wir eigentlich... eigentlich überall waren, wo... ich... dann fehlt mir nämlich ein Item, was ich nicht weiß, warum es mir fehlt. Das ist doof. Sowas mag ich nicht. Oder, was natürlich auch witzig wäre, ich habe irgendwo einen Geheimgang ausgelassen. Außer den einen, wo ich komplett weiß, da komme ich gerade so nicht weiter. Aber ich habe einen Geheimgang ausgelassen, deswegen fehlt mir ein Item. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Wäre ein bisschen ärgerlich, aber okay. Sonst machen wir allerdings gleich einfach weiter im Patio. Gut ist. Es wundert mich halt nur irgendwie gerade. Ja, es wundert mich sehr. Bevor ich jetzt mehr Zeit verschwende, werde ich euch tatsächlich einfach da oben wiedersehen. Und wir spielen erstmal weiter, um uns ein anderes Relikt zu holen. Ja, ich weiß, es dreht sich heute alles um Relikte. Relikte hier, Relikte da. Aber das ist mir gerade lieber, als dass ich eure Zeit verschwende. Sei denn, da oben ist das, warum auch immer. Hier
ist nicht mal eine Tür. Ich weiß nicht, was ich jetzt gerade mir gedacht habe, aber das war nicht die Tür, die ich meinte. Irgendwas ist ja immer. Das kommt davon, dass ich Pause gemacht habe. Ich hätte das Spiel direkt, nachdem ich es fertig hatte, also persönlich fertig hatte, einmal komplett aufnehmen sollen. Stattdessen habe ich Pause gemacht. Ein paar Tage. Und jetzt stehe ich wieder hier und habe keine Ahnung, wo es lang geht. Beziehungsweise zumindest habe ich keine Ahnung, wo eins dieser Items ist, die mir fehlen gerade. Und das ist sehr ärgerlich. Ja, steh du da mal und bimmel. Bimmel deine Bimmel, mein Freund. Ja, da kann man ja her. Ja, ich bin gerade tatsächlich überfragt. Und ja, ich weiß, ich nehme einfach Schaden, aber das ist... Ich meine, hier kann man nicht lang ohne das Relikt, was wir jetzt eigentlich gleich besorgen gehen könnten. Oder doch? Das ist doch das. Könnte das sein, weil es hier gerade anfängt. Das sieht doch gut aus. Nur, dass ich hier schon war. Stimmt. Bäh. Anyway. Okay. Naja, jetzt kann ich auch in einem Stück durchziehen. Ist auch egal. Wir sind fast in der Nähe von dem, was ich... Wo ich... Obwohl... Ja. Entscheide dich, Kommi, aber lass es sein mit dem... Na, vielleicht unter Umständen, ich weiß ja nicht. Yeah. Damit ist keinem geholfen. Ich check jetzt nochmal den Raum da. Und wenn es nicht da ist, dann weiß ich nicht, wo es eigentlich sein sollte. Und wir werden später wiederkommen, um dieses Rätsel zu lösen. Das ist der Entschluss, zu dem ich jetzt gekommen bin. Wenn ich jetzt nur aufhören könnte, mich mal verprügeln zu lassen, wäre das ganz nice. Weil irgendwann sterben wir ja trotzdem. Das ist dann trotzdem so ein Faktum, um das ich nicht rumkomme. Achso, ja, die Leiter, die ich aufgegeben habe, weil ich wieder zu doof war, da hochzuklettern. Ich weiß nicht, warum ich konstant wirklich zu doof bin, da am Stück einfach hochzukraxeln, aber es ist so. Jetzt zufrieden. Komischer Kerl. Ich hab mich doch nicht... Es fliegt mir gerade... Also, das Bäh war darauf bezogen, dass mir gerade eine kleine Fruchtfliege oder sowas vor dem Gesicht rumfliegen musste. Das ist so... Hallo? Ich meine, gut, dass wir den Engel haben. Ja, aber wir kommen immer noch nicht durch den Raum. Das ist wiederum schlecht. Ich treffe euch also jetzt wieder hier. Oder auf dem... Auf dem Weg müsste auch einer sein. Das ist... Eine dieser, ich nenne es mal Sidequests für ein Relikt, die ich noch nie gemacht habe. Auf dem Weg müssten wir eigentlich jemanden treffen, den wir schon kennen. Das mal vorab, aber wir kennen ihn zwar, aber er hat jetzt halt was Neues zu sagen. Und das müsste irgendwo auf dem Weg da sein. Deswegen nehme ich euch dann trotzdem mal eben mit. Auch wenn ich mich jetzt eigentlich schon an dieser Stelle so gut wie entschieden hatte, dass ich sein lasse. Der müsste irgendwo hier auf dem Weg sein, wenn ich ihn nicht vorher gesprochen hatte und ich mich dran nicht erinnere, aber... Naja. Gucken wir mal. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es diese Seite des Canyons ist, wo er sein müsste, oder die andere. Es sieht nach der anderen aus. Oder ich habe schon mit ihm geredet. Kann auch sein. Das könnten mir jetzt die treuen Zuschauer sagen, weil für sie könnte das LP am Stück sein. Für mich nicht. Ich suche nach dem Großvater, der immer auf den Boden gucken soll. Kann sein, dass ich den sogar schon hatte. Dann ist es ja eigentlich gerade wieder irrelevant, dass ich an einem Stück hier durchlaufe. Aber eigentlich geht es um diesen netten Herrn. Der hat halt was Schönes zu sagen, beziehungsweise gibt uns halt nochmal ein Item, was eine gute Sache ist, plus seine persönliche Sidequest geht halt weiter. Das ist auch wichtig. Aber naja. Mann, wenn ich mal so gut kontern könnte in Dark Souls, ey. Ja, das ist gerade ein Eingeständnis, dass ich in Dark Souls so ziemlich überhaupt nicht kontern kann. Und in Bloodborne benutze ich das auch so selten. Eigentlich bin ich... Ich weiß gar nicht, warum die Leute das gucken. Mein Zeugs, aber wahrscheinlich, weil es genau das ist, ne? So ein Depp, der sich da irgendwie durchwurschtelt.
Aber es gibt so viele Leute, die mit Technik überzeugen können dabei. Und ich bin definitiv keiner mit einer guten Technik. Wenn überhaupt, bin ich einer, der wirklich einfach nur da sich einmal durchwurschtelt und das war's. War hier irgendwie eine geheime Tür oder nicht? Ich glaube nicht. Unten lang bringt es mir gerade nichts. Da kommen wir nämlich nicht dahin, wo ich hin will. Das ist unpraktisch. Also hier längs. Ah, da ist er. Ha! Is it true that the roads are free? Wondrous vision thou allowest me to behold. Blessed be our encounter. Ja, das ist das Ding, was ich meinte. Das brauchen wir. Wir haben jetzt schon den vierten Zeh aus Kalkstein. Jetzt haben wir den kleinen Zeh aus Kalkstein. Auch 10 von der Statue des ersten barfüßigen Pilgers. Mit dem verkümmerten kleinen Zeh stieß er Steine fort, die im Weg lagen. Erhöht die Ausweichdistanz. Finde ich tatsächlich interessanter als das Zäpfchen. Nehmen wir das mit rein. Unser Meister rief uns wie jeden Morgen zusammen und sagte, ein wahrer kniender Pilger darf niemals die Augen von der Erde abwenden, auf der er geht. Denn so lautet unsere Regel. So, und ja, die Straßen sind wieder frei. Ja. Also, Aufgabe dieser Sidequest, also dieses Stück hier zur Sidequest, ist eben die ganzen Bäume zu fällen, damit er darüber laufen kann. Ich meine, ich frage mich halt nur, wenn eine seiner Regeln ist, oder seiner Gruppierung da, dass er den Blick nicht vom Boden abwenden darf, was ja in Ordnung ist. Stellt sich mir die Frage, heißt das, er darf auch nicht springen? So nach dem Motto, er muss auch immer erdgebunden sein. Wenn das nämlich der Fall sein sollte, weiß ich nicht, wie er an den Stacheln vorbeikommt. Aber ich hinterfrage meistens zu viel. Ich weiß doch nicht, warum hier eine Plattform ist. Wenn hier kein Secret ist, dann bringt diese Plattform nichts, aber hey. Nur das so mal am Rande. So, und weiter waren wir noch nie. Das ist also jetzt alles brandneu. Auf diesem geheiligten Boden werde ich sicher sein. Sie werden weder meine Schritte noch meine Furcht wahrnehmen. Das Mirakel wollte, dass die Orangen von diesen Bäumen keine Geräusche verursachen, wenn sie herabfallen und der Wind zwischen den Säulen das einzige Geräusch ist. Nun höre ich nur die schrecklichen Schreie jener, die vom Mirakel gestraft werden. Ich werde geduldig warten. Das Gimmick dieses Abschnittes ist, na, dann mach ich's eben so, relativ klar erkennbar. Nämlich stürzen hier Teile der Plattform ein, die man... Aha! Ich sag ja, das ist sehr pingelig. Es ist an sich eine Kunst, den Gegner so zu treffen, aber es kommt mir halt manchmal ein bisschen wie Cheaten vor. Wo war ich stehen geblieben? Achso, man kann diese Plattform im Prinzip nicht sofort sehen. Oder einsehen, wo sie zerbröseln oder nicht. Zumindest meine Meinung. Vielleicht kann mir jemand jetzt sagen, nee, hör mal, das ist eigentlich so und so. Eigentlich kannst du es sehen, wenn du doch mal hinsehen würdest. Na, hier, das... die zum Beispiel einbricht, ist mir klar, weil da gibt es da drüben ein Item und das kriegen wir so nicht. Das ist eine gute Sache, also eigentlich, nein, eigentlich ist das eine richtig blöde Sache, weil da ist ein Item jetzt, was ich gerade nicht kriege. Plus ich habe... Wie sind die jetzt gestorben? Plus ich habe teilweise wirklich Angst, dass ich da... Ja, bevor ich jetzt hier rumhüpfe wie so ein Lackaffe, machen wir es lieber so. Zack. Ich wusste noch, dass da irgendwas wegbricht. Tja, aua. Aua. Bist du jetzt mal tot? Danke. Ich bin ja ziemlich sicher, dass die wegbricht, ja. Ich meine, das lässt sich im Nachhinein so leicht sagen. Ich müsste eigentlich sagen, so. Die hier bricht weg und die hier bricht weg. Könnt ihr mir glauben, könnt ihr auch sein lassen. Ist aber so. Wenn es dann passiert, das ist dann so... Komi wusste mal was. So ist es eher ein, ja, ja, hätte ich jetzt auch gesagt, ne? So. Wenn ich das am LPen wäre. Wadenbein von Risp. Risp Grimshaw war berüchtigt für seine waghalsigen Streifzüge durch den nächtlichen Wald. Er sagte, dies würde ihm helfen zu ergründen, was jenseits der Dinge liegt. Vielleicht sogar jenseits des höheren Willens.
Villains. Ha. Naja, okay. Cool. Ups. Das Einzige, was ich an den Gegnern hier nicht mag, ist, dass sie meiner Meinung nach recht lange brauchen, um das... Aua. Um dieses Pöttchen zu werfen. Und ich dann meistens mich davon schon treffen lasse. Ich glaube, das Ding da geht auch kaputt, aber das überprüfe ich jetzt nicht. Wir wollen ja irgendwann mal weiterkommen. Hier bräuchte ich wieder ein Relikt, was wir noch nicht haben. Immer schön erkennbar an diesen rankenähnlichen Dingern. Das ist halt das, was ich eigentlich holen wollte, aber mir fehlt ja ein Item. Eigentlich meine ich aus der Zisterne, aber irgendwie habe ich das gerade ja nicht gefunden. Ihr wart jetzt schön dabei. Ich kenne mich und in dem Moment, wo ich es finde, denke ich mir so, oh, das war so offensichtlich. Da dasselbe Spielchen, bräuchten wir auch ein anderes Mirakel. Mirakel ist schon ein anderes Relikt. Olivensamen. Eine Handvoll sorgsam gehüteter Samen. Die Steine der Oliven wurden zu einer öligen Salbe verarbeitet, die im Beutel keines Heilers fehlen darf. In einer der Nächte, in der sich der junge Mann in Todesqual unter heftigen Krämpfen wand und die Wunden sich auf seinen Körper ausbreiteten, packte mich die Verzweiflung. Ich nahm ihn in die Arme und küsste seine Stirn. Seine Stirn glühte an meinen Lippen und plötzlich bemerkte ich, dass er seine Augen geöffnet hatte und mich ansah. Seine Schmerzen schienen mit einem Mal verschwunden zu sein. Ah. Ich bin mir ziemlich sicher, wir können es von der Seite nicht öffnen, aber hier drunter ist später eine Abkürzung. Ja, aber wie ihr gesehen habt, komme ich nicht dran. Geht kaputt. Ha. Ihr habt gesehen, dass ich deswegen zuerst gesprungen bin, aber ich dachte mir, hey, das ist eben so ein super kleiner Sprung nach unten, das kriege ich hin. So, das kaputt. 16 von 38. Jetzt wollte ich fast für einen Moment sagen und verurteilt mich nicht. Das ist ein Drittel, aber nein, ist es nicht. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, wir brauchen immer noch 4, dann haben wir das auch schon mal geschafft. Und hier haben wir wieder den alten Mann. Heed my confession. Cowardice taketh root inside of me in the face of this new test by the grievous miracle. Who are we pilgrims, if not sinners, who have chosen wandering as the gentlest of penances? Oh, let my bent back cover my tears. Ja, okay. Penitent one, may thy trade silence neither thy spirit nor thy frame. Okay. Also noch ist er nicht wichtig. Es ist nur, er redet ein bisschen mit uns. Das ist ja ganz schön. Und hier haben wir einen neuen Gegner, einen, den ich... Upsa. Ich weiß nicht, warum mein Stick nicht registriert hat, dass ich dann links gedrückt habe, aber... Einen, den ich überhaupt nicht leiden kann. Weil ich mich meistens richtig dämlich von ihm treffen lasse. So auch jetzt. Oder war das die Herausforderung? Ah, ja, Tatsache. This poor pilgrim again. We have chosen different roads. But still, absolution awaits at the end of the path for thee and this sinner. Wherever it is, near or far, in this life. Or on the other side of the dream. Merciful be the heart, penitent one. Und so erhalten wir den letzten C, den er zu vergeben hat. Und zwar den großen C. Dieser kräftige große C hinterließ seine Spur auf den geheimen Wegen, gewährt in der Luft zusätzlichen Schub. Keine Ahnung, was das heißt, aber zusätzlicher Schub gefällt mir. Und er sprach weiter, ein wahrer kniender Pilger wird sich während seiner Reise stets die Hände hinter den Rücken binden. Seine Füße sollen das Einzige sein, was für ihn zählt, denn so lautet unsere Regel. Extra Schub. Ja. Vielleicht ist der Sprung best weiter? Keine Ahnung. Ja, manchmal bin ich mir auch nicht so sicher, was irgendwas davon heißen soll. Man konnte ihn gerade da oben fliegen sehen, den Käfig, also dachte ich, wie machen wir das mal. Hier haben wir die einfachsten Gegner im Spiel, meiner Meinung nach. Weil diese Kerle, die haben nur einen Lanzenangriff nach unten, also... Im Normalfall machen sie nichts, was uns auch nur irgendwie treffen könnte.
Oh, und jetzt haben wir wieder ein Stückchen Geschichte, ich erinnere mich. Etwas, was ich recht interessant finde, dieser Baum hier. Naja, ich bin erstmal wieder still. Es war keine Cutscene, soweit ich weiß, aber Geschichte. The Knot of the Three Words. Here is where the first miracle took place. One devout and tormented youngster asked the High Will for punishment. He placed a wooden log where he sat and prayed. He prayed hoping to be heard. He prayed for pain, so he could ease the guilt that sharply pierced his soul. Then, the miracle manifested itself. It made roots grow and twist over his arms and legs, but not a cry nor a complaint came out from his mouth. Every inhabitant of this land bore witness to it, and all of them prayed before the besought eternal joy of that youngster. This triune tree that sprouted years after his death was named the Knot of the Three Words. For three are its twisted trunks, and three were the words spoken by that youngster before he died. My great guilt. Every year from its core flows a golden burning liquid, perpetuating his memory and perhaps to remind us that the first miracle has not abandoned us. For twisted are, were, and will be the paths of the miracle. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, ob diese Geschichte auch nur irgendwie relevant ist, aber naja, das war halt eine Geschichte, nicht wahr? Und nun sind wir in der Mutter... Okay, lass es mich anders formulieren. Das ist die Mutter aller Mütter. Und das ist die Bibliothek der verneinten Worte, da gehen wir später hin. Weil ich mich zum einen daran erinnert habe, dass hier ein Geheimgang ist. Zum anderen, die Bibliothek birgt den Boss, den ich am meisten fürchte, tatsächlich. Für mein keine Heilung Run und so. Nachher die Kerne. Das Interessante an diesen Kernen ist, wenn ihr selber angreift. Eigentlich ein bisschen traurig, aber hey. Abgesehen davon, dass er hier auf der Plattform nicht richtig zu uns kommen kann. Bei denen ist es tatsächlich so, greift ihr die ganze Zeit an, werden sie... Ja, außer vielleicht, wenn sie direkt in mir drin stehen. Oder ich in sie reinrenne. Also ich lasse sie gerade schlimmer aussehen, als sie sind. Im Normalfall, wenn sie die ganze Zeit angreifen und wir die ganze Zeit angreifen, werden sie nie zu uns kommen können. Und so ist eigentlich Schaden aus unserer Seite her... warum drehst du dich falsch rum? Au. Ich meine, das habe ich verdient, trotzdem. Ich habe nicht verstanden, warum er angefangen hat, sich umzudrehen, als wir kamen. Das ist so ziemlich das Dümmste, was jemals einer gemacht hat. Naja, wo war ich stehen geblieben? Achso, ja, im Normalfall werden sie euch dann halt nie treffen. Es sei denn, ihr stellt euch doof an, so wie ich halt. Nehmt euch meistens, in den meisten Spielen, nehmt euch mir bloß nicht als Vorbild. Das kommt nicht unbedingt gut. Hier haben wir im Prinzip diesen... dieser Millimeter hat gefehlt. Im Prinzip dieselben Gegner wie diese riesen Kerzenstandhalter-Gegner. Nichts anderes dran. Aber sie sind halt da, deswegen Demonstration und so, ne? Hier haben wir wieder einen Brunnen, wenn wir ihn nehmen wollen. Ich weiß nicht, ob ich den damals gefunden habe, aber hier ist halt ein Brunnen, wenn ihr den wollt. Mein eigentlicher Gedanke bei sowas ist aber tatsächlich, Mann, es gibt so viele Brunnen etc. und so viele braucht man gar nicht.
Weil es auch genügend Speicherpunkte gibt. Das meine ich. Das Balancing, was das angeht, ist eigentlich... Warum passt die schon wieder um? Musst du einmal irgendwo hingerannt sein, um vorwärts rennen zu können, wenn du noch nicht ein Ziel angegriffen hast? Ist das? Sehr seltsames Ding. Der war tot. Das konnte man raushören. Ah, ja, genau. Hier ist nämlich der Grund, warum wir hier hin wollten. Oh, habe ich die zufällig? Ja. Wenn ihr... habe ich jetzt gerade per Zufall eigentlich schon drin gehabt. Ich habe nicht drauf gedacht, dass ich den ausgerüstet hatte. Wenn ihr alle 13 ausgerüstet habt, die er uns gegeben hat, dann bewegt sich diese Statue. Das ist der eigentliche Grund. The Master showeth us the continuation of the path. New steps await us under the cold stone. Okay. Mehr sagt er gerade nicht dazu. Aber für uns ist wichtig, wir können hier rein und erhalten ein weiteres Relikt. Der ausgerissene Nagel aus dem Schmutz. Ja, das klingt halt genauso schön, wie es auch ist. Unverwüstliche Überreste des großen Pilgers, Gründer des Ordens und Trost seiner Nachfolger. Seine Füße trugen ihn ohne Pausen auf seinen mysteriösen Wanderungen durch Custodia. Der Träger dieser Reliquie empfängt seine Entschlossenheit und durchquert mühelos Sümpfe und Marschlände. Und dies ist der Fingernagel, den der Märtyrer Nikanor sich ausriss, als er nach grausamster Folter vor den Augen seiner stummen, weinenden Anhänger lebendig begraben wurde. Der Nagel, der im Schmutz kaum zu erkennen war, wurde vom letzten der Anhänger aufgehoben. Er war geblieben, um das schreckliche Ereignis zu beklagen, nachdem alle anderen schon fort waren. Er riss ein Stück Stoff aus seinem Gewand und wickelte den Nagel darin ein. In derselben Nacht ging er zu der Kirche, deren Bruderschaft Nikanor der Häresie beschuldigt hatte, versteckte den Fingernagel zwischen den Ziegeln der Mauer und verschwand. Ich brauche ihn an dieser Stelle nicht ausrüsten, weil hier nichts ist, wo er uns was bringen würde. Oh, meine Sünden. Warum bist du weg, mein Freund? Warum? Er bringt uns an dieser Stelle nichts, ist aber das bzw. die Reliquie, die wir unter anderem in der Kanalisation brauchen, um auf Plattformen zu kommen, wo wir aufgrund mangelnder Sprungkraft im Wasser nicht drauf konnten. Oder eben im Sumpfgebiet, also dem ersten Startgebiet. Wie viele Gebete forderte das große Weihrauchfass? Wann wird es müde? Wann hört es auf zu schwingen? Wann werden wir wieder stehen können? Senkt euer Haupt, schließt eure Augen und erhebt euch nicht. Ja, ist ganz witzig. Dieses Ding. Weil es das hier kann. Ah. Es kann halt die Gegner tatsächlich erwischen. Das ist eine schöne Sache. Ich weiß gar nicht, was hier ist, weil ich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt das Ding gar nicht hatte. Oh Gott. Jesus. Ist also... Oh, Moment mal, was? Das... Oh Gott. Das schwingt von da nach da. Das ist nicht gut. Das macht mir Angst. Plattform? Plattform? Hallo? Unpraktisch, dass die Plattform gerade nicht wiederkommt. Ich glaube, da war Boden. Ich meine, die Dinger bleiben relativ lange. So ist ja nicht, aber... ist doch doof. Also das ist ein Timing, was mir so gerade gar nicht gefiel, aber okay. Nicht gut. Ich sag ja, den Raum selber kenne ich nicht. Das geh weg. Aber wir finden hier das Weihrauchherz. Interessant. Verstärkt die Kraft und Ausdauer von Gebeten, erhöht aber auch deren Kosten auf der Inbrunstleiste.
Die Werke und die Gnade des leidvollen Mirakels erster Vers, der große trockene Baum, in den seine Heiligkeit durch die Gnade des Mirakels verwandelt wurde, verbrannte in der Nacht eines schweren Sturms. Er brannte 90 Tage lang und hinterließ einen gewaltigen Haufen aus Asche, der den Hauptturm der Kathedrale bedeckte, an der Spitze der abgewandten Thron seiner Heiligkeit. Alle, die versuchten, die Spitze zu erklimmen, wurden von der Asche verschlungen. Und über die Kathedrale legte sich Schweigen. Ah, interessantes Ingame-Lore. Tatsächlich. Werdet ihr auch denken, sobald wir da sind. Also, sobald wir tatsächlich mal zu diesem Ort kommen, von dem dieses Ding da gerade gesprochen hat. Ja. Ich meine, ich weiß, ich muss mich bücken, aber ich dachte, wenn ich rutsche, geht das auch. Ha, so falsch kann man liegen. Au. Einfach raus hier. Auf der anderen Seite ist das Ding tatsächlich nicht. Falls sich das jemand fragen sollte. So, wenn wir hier... Großes Vieleckbein von Jeremiah, dem Henker. Jeremiah Schweiger nahm tausende von Gefangenen das Leben, immer im festen Glauben, dass sein Werk geheiligt sei. Als ihn Zweifel beschlichen, zerfraßen ihn seine Gewissensbisse. Ja, so kann das gehen. Wenn wir da runterspringen, kommen wir eben hier wieder runter. Ich habe in dem gesamten Ding noch nicht einen Speicherpunkt gefunden. Kann das sein? Weil der nämlich hier ist. Oder nicht? Der hier ist er nicht. Nein, halt nicht. Ich dachte, der wäre auch hier. Also es gibt hier definitiv auch Betpulte. So ist er nicht. Nur scheinbar bin ich zu doof, einen Gebetspult zu finden. Hier kann man sich entscheiden, wen man zuerst erledigen will. Den kleinen Knirps mit seiner großen Stange oder eben den alten Mann mit seiner komischen Lanze. Ich habe mich für Letzteres entschieden. Erst der komische Mann mit Lanze, dann den kleinen, süßen Mann mit Kerzenständer. Ich weiß nicht, wie man es anders beschreiben soll. Das ist ein Kerzenständer. Für mich zumindest. Das ist ein Chandelier. Ein Candelaber, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. So. Ich glaube, die taten nur weh, wenn sie am Leuchten waren. Ich bin schon so oft dämlich gesprungen, ich kann mich nicht daran erinnern, wann es wehtut und wann nicht. Warum das hier existiert, weiß ich auch nicht. Weil hier ist kein Geheimgang, hier ist kein Item, hier ist gar nichts. Und ja, ich bin jetzt extra dahin gesprungen, nur um das zu demonstrieren, dass da einfach nichts ist. Ich bin so ein netter Kerl. Naja, oder auch nicht. Hüftknochen von June, der Prostituierten. Na, yay. June Sayers verführte zahllose Mitglieder der Priesterschaft dazu, ihr Keuschheitsgelübde zu brechen. Als die erste Asche den Boden berührte, fiel sie jedoch in Ungnade. Naja, hier haben wir wieder einen Frei-von-Sünde-Raum. Ich demonstriere es jetzt nicht nochmal. Da also, dass man frei von Sünde sein kann. Denn, wie ihr wisst, ich bin frei von Sünde. Ich bin der Kommi. Und damit will ich nicht sagen, ich bin der nächste Messias. Nein, 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 nein. Gotteslästerung brauchen wir jetzt nicht hier unbedingt anbringen, aber... ihr wisst ja, Sünde heißt in diesem Spiel... Upsa, heißt ja nur... Oh, ich war hier ein Geheimgang und ich weiß es nicht mehr. Nein. Heißt ja nur, wir haben kein Schuldenfragment zurückgelassen. Und damit kommen wir auf den Dächern der Erzkathedrale an, meine Herren. Also wir kommen... schon gut durch die Gegend hier. Mann, Mann, Mann. Schön hier, ne? Es ist sehr ruhig. Ich bin mir ziemlich sicher, ich kann in den Abgrund springen und sterben. Ist eine gute Sache. Jetzt habe ich keinen Überblick mehr, wie lange wir jetzt schon am Aufnehmen sind. Wegen meinem kleinen Einzelpart. So lange wird es noch nicht gewesen sein, ist aber ein bisschen unpraktisch. Aber ich kann ja wenigstens noch ein bisschen mehr zeigen hier. Zumindest unsere nächste Aufgabe schon mal demonstrieren. Für die es dann aber tatsächlich keine Trophäe gibt, nach dem Motto, mache das jetzt in 6 Stunden oder sowas. Ja, das ist mir auch neu. Glaube ich, oder? Macht es so einfacher.
Ja, wie schon mal erwähnt, ich mag dieses Ding nicht. Nicht, weil da jetzt gerade ein Engel drauf sitzt, sondern weil ich gerne den Rutschangriff mache. Tatsächlich. Später noch mehr als jetzt, weil jetzt gerade sind wir nicht auf der höchsten Stufe. Und, hat mich gerade die Kette angegriffen, als er am Sterben war? Ist das überhaupt... Habe ich gerade das... Ja, ich habe gerade die Animation geglitscht gehabt. Naja, ist ja auch egal. Aber ja, ich mag dieses Käfigding nicht. Aber eigentlich geht es mir tatsächlich nur um diese ganz... Also, super. Die ganz große, komische Bestie da nicht, die Feuer spuckt. Die sind, glaube ich, tatsächlich die widerstandsfähigsten Gegner, die wir jemals treffen werden. Wir wollen das Ding hier in Gang setzen. Das ist unsere nächste Mission. Dafür brauchen wir allerdings Masken und die kriegen wir nur vom Bossen. Und der Typ dürfte euch bekannt vorkommen. Das ist im Prinzip... Aua. Ich mach's gerade doof, aber... Im Prinzip ist er derselbe Bosskampf wie... der Typ vor dem Eingang zur Kathedrale. Auch wenn ich mich gerade super doof anstelle. Wenn wir es schaffen, ihn zu schlagen, was wir eigentlich tun sollten, auch wenn ich ungewöhnlich viele Schläge brauche. Aber gut, ich habe ja schon mal gesagt, ich glaube, mein Mea Culpa ist nicht auf dem Level, auf dem es sein sollte. Was nicht unbedingt gut oder schlecht ist, aber wenn wir es schaffen, erhalten wir ein Zeichen der ersten Zuflucht, was wir hier nicht gebrauchen können. Aber hey, es ist da, ne? Schutzzeichen, das den Träger von Schmerzen befreit. Die Wunden erschienen im Fleisch der frommen Frau, die einst schwor, anstelle ihrer Schutzbefohlenen zu leiden. Socorro verbrachte ihre Kindheit in einem Dorf, das an einer Straße lag, die regelmäßig von den armen Seelen gekreuzt wurde, die die Kirche für ihre Sünden verdammt hatten. Vom Fenster ihres Zimmers aus konnte sie beobachten, wie die Gefangenen den Hügel erklommen, auf dessen Gipfel sie die Strafen und Qualen erwarteten, die man erdacht hatte, um ihnen das Leben zu nehmen. Nett. Und das alles vor dem Fenster eines kleinen Mädchens. Sehr gut. Aua, nicht sehr gut. Natürlich. Ich würde gerne noch das überleben. Was es so zu überleben gibt, sozusagen. Aber selbst wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ah. Ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt gerade überleben kann. Ja, doch, kann ich. Also, es sei denn, da kommt jetzt noch was. Dann wird es langsam gefährlich, aber das geht noch. Puh. Jawohl, ja. Das ist ein guter Ort, um einmal Schluss zu machen. Ich mache Schluss mit euch. Wir haben jetzt prinzipiell alles, was wir brauchen, um die letzte Reliquie beim nächsten Mal zu holen. Unabhängig davon, ob ich sie finde oder nicht, das ist so die andere Sache. Aber wir haben jetzt... Was ist eigentlich hier drin? Ach, na gut, wenn ich eh schon hier bin. Wir haben halt jetzt die vierte von fünf Reliquien, also die letzte sollte auch machbar sein. Herz der Öle. Dieses Herz ist gesalbt mit Ölen, welche die Seele entflammen. Heiliger Zorn erhöht die Stärke jener, die das Schwert führen. Gleichzeitig wird ihre Verteidigung geschwächt. Vater, wie nach jeder Prozession war der Boden getränkt mit dem Blut unserer Büßer, die ihren Leib mit jedem gequälten Schritt kasteien. Mit jedem quälen oder gequälen, ja, ist egal. Als ich nachts am Fenster betete und die rote Linie auf dem Boden betrachtete, sah ich jedoch eine verhüllte Gestalt, die das Blut in einen glänzenden metallischen Behälter sammelte. Die Gestalt, von der du sprichst, mein Sohn, kann niemand anderes gewesen sein als die Zigeunerin Calendaria. Eine weise Frau für die einen, eine Hexe für die anderen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe das gesamte Spiel über das hier benutzt. Vielleicht nehmen wir beim nächsten Mal einfach mal das Herz der Öle, aber... Ups. Ich wollte jetzt nicht nochmal hier einen fahren lassen, sozusagen. Aber ja, wir haben jetzt noch die Mutter aller Mütter eigentlich zum Angucken. So ziemlich fast alles davon. Wir werden uns wahrscheinlich erstmal aber wiedersehen hier unten. Oder vielleicht hier. Damit wir... tatsächlich den Rest hier erkunden können, weil jetzt können wir hier rüberspringen, wir kommen hier oben drauf.
Und ach nee, das vorletzte, die vorletzte Reliquie wird das dann sein. Vielleicht sollte ich auch erstmal da runter gehen. Ja, wir erkunden das wahrscheinlich eh zusammen noch hier. Also wir werden uns tatsächlich dann doch hier wiedersehen. Wir werden noch ein bisschen erkunden gehen. Es ist ja nun mal nicht alles Gold, was glänzt. Und die Mutter aller Mütter will auch fertig erkundet werden. Ups. Hier kommt jetzt wieder meine Geduld. Na, das ist. Ich will hier so schnell wie möglich immer hoch. Aber wenn ich mich einmal, ein einziges Mal von einer dieser Glocken hier treffen lasse, falle ich wieder runter. Das ist. Ich bin schon so oft da hoch und runter gesprungen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass hier. Ich meine, okay, ja, so. Dass hier nichts mehr großartig wäre. Ja, falsch gedacht, ne? Anyway. Wir erkunden beim nächsten Mal die Mutter aller Mütter. Hätte nämlich übrigens sein können, dass da ein Teleporter war und ich mich nicht mehr daran erinnerte. Und von da aus gucken wir mal weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.